So, Paraguay Live, ich grüße euch. Heute Hausbau komplett, wie man am besten baut. Hausbau in Paraguay, mit wem man baut und warum man am besten in eine sichere Privatwohnanlage einziehen sollte. Mehr Details in diesem Video. So, warum private Wohnanlage? Ganz einfach. Gut gesichert. Nette Gesellschaft, schöne Landschaft und schöne Häuser. So sieht die Einfahrt aus. Da werden die Straßen natürlich ausgebessert. Aber jetzt, wenn schwere Baufahrzeuge reinkommen, sollte man es einfach so belassen. Aber die Stromversorgung ist einwandfrei. Also, kommen Sie mit rein! So, ganz schnell und bequem aufgemacht. So sieht es von innen aus. Also einfach ruhig am Stadtrand. Sehr schön grün und meistens schönes Wetter und sichere Einfahrt. Und hier der Blick von der Einfahrt auf die Wohnanlage. Hier die Strommasten. Also, kommen Sie einfach kurz mit. Machen eine kurze Besichtigung. So sieht die Einfahrt im Moment aus. Hier links direkt ein schönes Haus. Hinten ist praktisch alles grün. Schwenke ich etwas nach rechts, gut wegen der Sonne, und dann nochmal nach links zu dem Haus über. Und wenn man rüberschaut, da sieht man natürlich schon die weiteren Häuser, die in der Wohnanlage erstellt werden. So, da gehen wir ein Stückchen weiter rein. So. Und hier links mit dem Häuschen, Baumaterialienhäuschen, und hier die Wohnanlage. So. Hier zeige ich euch nochmal. Das sind jetzt einige Tage, die gearbeitet wurde. Das wird ja auch Sichtmauerwerk. Und durch die Regentage konnte man natürlich nicht arbeiten.
Also wie ich schon erwähnt habe, es wird ein Haus von ca. 90 Quadratmeter mit zwei Schlafzimmer, Wohn-Essbereich, Küche und Bad und eine schöne Galerie. Falls ihr natürlich Fragen dazu habt, natürlich gerne in den Kommentaren, und wenn es um persönliche Fragen geht, gerne per WhatsApp anrufen, vorher bitte Bescheid geben oder per E-Mail anschreiben. Jetzt gebe ich doch noch einige Tipps, wie ich ja am Anfang des Videos versprochen habe. Also bei uns können Sie direkt Baugrundstücke kaufen mit einem fertigen Haus. Wie gesagt, und natürlich mit einer Architektin. Also man kann natürlich auch mit dem Baumeister bauen, so wie man natürlich in diesem Fall gemacht hat. Aber wie gesagt, ich empfehle persönlich, dass man mit einer Architektin, mit unserem Team, es komplett alles aus einer Hand machen lässt. Warum? Erstmal, das Grundstück hat einen Eigentumsnachweis, also sie oder ihr, ja, ihr baut vor allem auf einem eigenen Grundstück, was natürlich wichtig ist. Also wie kann man etwas hinsetzen, bitte, wenn das Grundstück nicht euch gehört? Ja, ist ähnlich wie in Deutschland. Also sollte man es nicht machen. Bei uns haben sie auf jeden Fall die Garantie, jedes Grundstück hat einen eigene Nummer im Kataster schon eingetragen, im Katasteramt. So, es gibt keine Probleme, wenn Sie das Grundstück erwerben, wird auf euch übertragen und ihr baut, wie man sieht, auf einem eigenen Grundstück. Also gar kein Problem. Die zweite Sache, was natürlich wichtig ist, ist der Bau selbst. Ja, also meiner Meinung nach lohnt sich nicht. Macht ihr alles Hausbau komplett, am besten mit Architektin bzw. mit einem Architekten aus unserem Team. Da habt ihr die Garantie, dass es alles funktioniert und dass es alles fachmännisch ausgeführt wird, damit ihr keine Probleme habt. Später, logischerweise. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. So, könnt euch natürlich jederzeit die private Wohnanlage mal anschauen. Hinter gibt es auch noch einige Häuser. Da mache ich im nächsten Video einige Fotos bzw. einige Videos davon. So, da seht ihr halt also die Stromleitungen. Da sieht man weitere Häuser, die schon erstellt worden sind. So sieht es im Moment aus. So, und da werden hinten auch weitere Häuser erstellt. Wie gesagt, sichere Wohnanlage, wo auch internationale Gesellschaft eingesiedelt wird. Also weder nur Deutsche, wegen nur Polen, Russen oder wie auch immer. Also es wird ja schön gemischt sein. Und ich denke, das ist die beste Lösung für die Zukunft. Jeder hat einen eigenen privaten Bereich. Und was wichtig ist, also falls man Hilfe braucht, ist man natürlich gut gesichert. Und seht ihr, und vor allem, wenn man natürlich das Haus verlassen will oder in Urlaub fahren möchte, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Also nochmal zum Schluss zu den Baugrundstücken. Also hier in dieser privaten Wohnanlage bieten wir aus dem Eigenbestand Baugrundstücke ab 360 Quadratmeter. Falls ihr natürlich die Grundstücke größer haben möchtet, kann man zwei oder drei Parzellen kaufen. Überhaupt gar kein Problem. Es gibt noch einige Tricks, die ich euch in einem persönlichen Gespräch verraten kann. Die zweite Angelegenheit, wichtig, am besten komplett Hausbau in Paraguay komplett an Fachleute übergeben. Warum? Weil ihr im Prinzip mit Eigenleistung, nicht wie in Deutschland, Geld spart. Im Gegenteil, ihr wirft aus dem Fenster.
Also, damit ihr natürlich Freunde an solchen Häusern habt, einfach sich an uns wenden, unten in der Beschreibung bzw. unten in dem Video gebe ich auch natürlich die Kontaktdaten. Likes nach oben, Kanal abonnieren, damit ihr mehr erfährt über sicheres Bauen in Paraguay. Bis dann!